Servus, ihr Wichser. Was geht? Hallo. Ne? Was wollten wir eigentlich bauen? Es ist so ein richtiger Dreckstadt. Warte mal, es ist Nacht. Wir können jetzt alle anzünden. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Und dann schauen wir, wie der Thorsenstrand von der anderen Seite aussieht. Hoffentlich kriegen wir nicht Besuch wie beim letzten Mal. Ja. Ich wollte eigentlich Hülle haben. Nein! Nein! Oh Mann! Verdammt! So. Das war so ein richtiger Dreckstart eigentlich in die Folge. Aber ist mir komplett wurscht, weil du übel hässlich bist. Weißt du, was ich meine? Also hässliche Personen verdienen in meinen Augen nicht so einen geilen Start in die Folge. Also ich empfehle dir, entweder du nimmst ein bisschen ab, weil du bist übel fett, Alter. Oder du machst eine Fettabsaugung oder so. Ich mein's ernst. Jetzt hör auf zu lachen, Mann. Hör da. Wobei, bei den Witzen hätte ich auch nicht gelacht. So. Ist gleich fertig, Mann. Ist gleich vollbracht. Dann können wir auf die andere Seite. Haben wir eigentlich wirklich für jeden von den Spacken einen Teil gebaut? Because I don't know, man. So. Noch zwei. Kennt ihr die Werbung von McFit von vor ein paar Jahren? So, ich glaube vor 6, 7 Jahren war das. Da haben dann die Klitschko-Brüder Werbung für McFit gemacht und da war dann so eine Frau, die hat dann diesen, ich glaube Wladimir hat die trainiert und der hat irgendwie, ich weiß nicht mehr wie das ging, auf jeden Fall hat der versucht irgendwelche Übungen zu machen und die hat dann immer so runtergezählt, noch zwei, noch drei, wow. Hey, das sieht geil aus. Ich hätte was essen sollen. Warte. Ja, das sieht schon nice aus, aber irgendwie leuchten die zu wenig. Weil in der Nähe leuchten die wie so, als wäre da gerade eine Atomexplosion gewesen. Und hier ist einfach so, ja, da leuchten halt ein paar Kerzen. Ein bisschen unpassend, finde ich. Gut. Erstmal was essen und trinken. Und das mit dem Klitschko. Ich erinnere mich einfach irgendwie nicht so ganz daran. Auf jeden Fall haben wir den, oder habe ich immer den Spruch von noch acht benutzt. Ich weiß aber nicht warum. Seitdem ich die Werbung gesehen habe, benutze ich einfach den Spruch noch 8. Weil die den da irgendwie übel hart gebracht haben. Ah, wir haben Wasser. Auf jeden Fall war das eine sehr lustige Geschichte, ich weiß. Lecker. So. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir bauen? Was wollen wir bauen? Also ich würde sagen, wir bauen. Was haben wir schon? Was haben wir noch nicht? Ist die Frage. Ah, wir wollten. Oh lol. Darauf habe ich aber übel keinen Bock. Bauen wir doch lieber damit. Oder? Warte, ich schaue es mir mal kurz an. Und die können hier halt außen rumlaufen. Guck mal, wie easy ich hier außen rumgelaufen bin. Sieht halt schon geil aus. Warte, wir bauen einfach die Mauer ein bisschen weiter. Was? Hier. Hä, was ist C? Hä? Was ist das denn?
Ne, ist mir egal. Wie weit kann ich das denn bauen? Ja, geil, das sieht aber komplett beschissen aus. So. Wow, das sieht halt übelst scheiße aus. Oh Mann. Hä? Der macht aber keinen Kreis. Das zeigt so an, als ob der einen Kreis machen würde, aber der macht keinen. Was ist das für eine Lüge? So. So passt's, oder? Ja, das geht. Ja. Sieht trotzdem komplett beschissen aus. Ich krieg hier Paranoia, Mann. Alter, Alter. Himmel, Herrgott. Hallo? Da geht. Das sieht halt echt übelst scheiße aus, Mann. Oder sieht es vielleicht nicht so beschissen aus, wie ich es mir. Doch. Wen lüge ich hier denn an? So. Ah. Hä? Ach so. Hä? Nee. Ja, gut, egal. Ich will halt die anderen Defensive Spikes auch ausprobieren. Diese fetten. Ich glaube, die sind einfacher zum Gärtnern. Also zum Rohstoffe sammeln, die hier. Okay. Ich wollte das drehen. What the fuck? So. So. Einfach an den Rand, damit die da nicht reinlaufen. Ja, damit die da reinlaufen. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Ja. Ja, und die so als vor. Nee, ich weiß es nicht. Sieht immer noch beschissen aus. So. Ja, komm, das reicht. 37 Loks, passt schon. Es geht ja noch. Wir können neben die Tür auch noch ein paar bauen. Und Lichter brauchen wir hier auch. Auf jeden Fall. Damit man sieht, wo das ist. Wo das Tor ist. Warte mal, ich mach mal kurz das Tor auf. So. So. Am besten auf die andere Seite noch eins. So. Und dann die Lichter. Lichter, Standing Fire. Alter, ich sehe einfach nichts. Ja, egal, wir schlafen. Okay. Wir schlafen einfach kurz. Ist halt schon krank laut. Ah, da kann er echt schlafen. Machen wir kurz C. Zack. Und dann C. Ich dachte, ich habe geschlafen. So, jetzt sieht. Sonnenaufgang.
Endlich sehen wir was. Alter, wie laut, Mann. Bitte schön. Gut, also eigentlich war ich die letzten Tage so, ja, nicht so geil auf Let's Plays oder auf The Forest oder auf Aufnehmen. Und deswegen habe ich es auch ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt bin ich wieder da, weil ich einfach die Thumbnails von Folge 9 und 10 gemacht habe gerade eben. Und ich fand es einfach übel lustig. Also ich muss mir die Folgen mal ein bisschen anschauen, damit ich dann irgendwas Gescheites für den Titel, für die Beschreibung und so raushol. Alter, ich muss schon wieder was essen. Und ja. Und ich fand das, was ich gesehen habe, fand ich schon lustig. Also dadurch habe ich dann wieder Lust drauf bekommen, wieder das Spiel zu spielen. Hey. So. Ah, ich wollte die ja lassen, gell? Egal. Egal, nächstes Mal werden wir eh wieder 8 Milliarden neue spawnen. Hoffentlich. Mal hier. Leaves haben wir genug. Sticks brauchen wir noch 4. Wobei ich nicht weiß, wofür. Hä? Ist mal im Ernst, wofür brauchen wir das? Egal. Hä? Hä? Haben wir irgendwo irgendwas... Hä? Ah, vielleicht sind die Stöcke da hinten kaputt. Also diese Leuchtstöcke. Die wir vorhin benutzt haben. Oder die gehen nur kaputt. Ja doch, wahrscheinlich gehen die schon kaputt. Wahrscheinlich sind die Äste irgendwie abgebrannt oder so. Achso. Haben wir schon alle Baumstämme weggenommen? Nice. Wir werden halt erst sehen, ob diese Base was taugt, wenn wir attackiert werden. Und ich weiß nicht, ob wir das jemals sehen werden. Also so richtig attackiert, weißt du? So mit diesen Mutanten. So. Wie viel? 55? Boah, das ist schon viel. Wobei, wir haben ja davor 200 oder so gehabt. Apropos 200. 300 Spartaner ist ein geiler Film. Empfehle ich euch. Aber welchen Film ich euch wirklich empfehlen kann, aber das ist halt auch nur, wenn ihr über 18 seid. Und das meine ich ernst. Da ist es dein Ernst? Nee. So ein Scheiß. LOL. Da sind gerade echt Stöcke rausgekommen. GG. GG, well played. Achso, das ist The Raid 2. Also ihr könnt, müsst euch erstmal The Raid anschauen. The Raid 1. Ich glaube, es heißt nur The Raid. Und das zweite heißt The Raid Redemption. Und es ist so, so geil. Also als Actionfilm jetzt. Ansonsten habe ich ganz viele andere Filme, die ich euch empfehlen würde. Aber ihr müsst mir halt ein Thema nennen. Drama. Bei Drama gibt es zu viel. Da gibt es halt echt viel zu viele. Wobei Okuribito hat mich da am meisten geflasht von denen. Ist auch ein... Das, ich glaube... The Raid ist ein indonesischer Film oder sowas. Und Okuribito ist japanisch. Den müsst ihr euch auch... Den müsst ihr euch 100 Pro geben. Das ist so gut, der Film. Das sind so meine All-Time-Classics. Wobei The Raid 2 jetzt erst 2-3 Jahre alt ist. Oder? Ja, doch. Hä? Doch.
Sollte es sein. 2, 3 Jahre, Mann. Wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin schon alter Sack geworden. So, zack, zack. Ich bin halt echt schon alter Sack geworden. Ich bin 22 und werde bald 23. Hab ein Viertel meines Lebens hinter mir. Außer es steigt noch. Glaube ich aber nicht. Wobei, das kann. Das, also, es wird wahrscheinlich schon noch steigen. Wegen der ganzen medizinischen Fortschritte und sowas, aber. Ich denke, es werden noch Faktoren hinzukommen, die das dann ein wenig reduzieren, ne? So, ja. Krieg. Anschläge. Wobei. Ja, ich meine, das mit diesen Terroranschlägen ist so eine Sache. Im Endeffekt ist es jetzt schon ziemlich viel im Vergleich zu den letzten 10 Jahren oder sowas. Aber so allgemein ist es gar nicht so viel, wie viele Terroranschläge passieren. Beispielsweise in den 70er oder 80er Jahren, da gab es viel mehr Terroranschläge und Terrortote als jetzt. Und trotzdem eskaliert jeder zweite Pferdeficker darauf, dass hier irgendwie Terroristen unter uns sind. Also jeder hat Angst davor. Ich weiß nicht, ob das wirklich so hart berechtigt ist. Die Medien, die kotzen einen schon leicht an. Wenn man ein bisschen hinterfragen kann. Wenn man ein bisschen sein Gehirn benutzt. Ich meine zum Beispiel bei dem, bei diesem Münchner Attentat, da war ich auf dem Reddit Live-Feed und es war so, dass da einfach so viele verschiedene Dinger kursiert sind. Also so, der eine hat gesagt, ja, es waren 3 Leute, die das gemacht haben, und dann hat ein anderer eine Quelle genannt, die dann gesagt hat, es sind 2 Leute, und dann hat einer gesagt, es sind 5. Es sind mehrere, und dann stand da sogar einmal was von einem, der Allahu Akbar geschrien hat, während er das gemacht hat. Oder scheiß Ausländer oder sowas. Ne, einer hat, oh, ich weiß nicht mehr, was er geschrien hat. Doch, Allahu Akbar. Genau, das stand da. Und es waren einfach so richtig viele Quellen, die sich einfach widersprochen haben, so gegenseitig. Also der eine hat gesagt, das ist ein deutscher Rassist gewesen, der irgendwie scheiß Türken geschrien hat, was er ja im Endeffekt auch, das war zum Beispiel richtig, das war kein Deutscher, aber also im Endeffekt hat das gestimmt, aber ein anderer hat gesagt, der hat Allahu Akbar geschrien. Also von daher, na, so was hat er jetzt geschrien, scheiß Türken oder Allah, oder hat er vielleicht beides geschrien, was aber sehr, sehr unrealistisch ist. Oh, ich sollte mal was essen. Und diese ganzen, oh, das sieht man zum Beispiel in der Türkei. Die Medien, wie dumm die sind. Also wie, die sind nicht dumm, die müssen das machen. Die werden dazu gezwungen, okay? Und beispielsweise ist Türkei das Land mit den meisten eingebuchteten Journalisten in ganz Europa? Oder in der ganzen, nee, in allen NATO-Ländern. Genau. Von allen NATO-Ländern haben die meisten eingebuchteten Journalisten. Und als dieser Putsch, in Anführungszeichen Putsch, stattgefunden hat, hat man einfach so gemerkt, ach guck mal da hinten, ich hatte recht, wie behindert diese Medien sind. Da war zum Beispiel so eine Frau, das war so der Nachrichtensender, wo Erdogan dann seine Rede gehalten hat über sein Handy. Und da war dann halt diese Frau, und die so, ja, also die hat so richtig hart rein eingeschleimt, obwohl der Typ gegenüber gegenüber beim FaceTime so die größte Missgeburt aller Zeiten ist. Aber die Leute sehen das nicht. Und die Medien zeigen das nicht. Und es gab so vor ein paar Jahren, da gab es so ein, wie heißt es? Also es war so 2009 oder sowas, okay? Und da gab es eine Sendung von einem sehr
ja, unabhängigen Journalisten, der damals halt noch nicht eingebuchtet war. Betonung auf noch nicht. Und der hat dann den alten, den Ex-Präsidenten der Türkei eingeladen. Und die waren dann da und die haben dann geredet und sowas. Und der Typ war Nachrichtensprecher, okay? Und der alte, der Ex-Präsident, der hat einfach so komplett dem jetzigen Präsidenten sein, ja, sein, seine Motive offengelegt. Und wie der zu seiner Macht gekommen ist und wer dahinter steckt und was die Ziele sind. Und der hat alles eins zu eins erklärt. Das hat alles perfekt Sinn gemacht. Und der Nachrichtensprecher hat dann, ich glaube, einen Monat danach hat er seinen Job verloren. Zufällig. Und er wurde dann eingesperrt. Also da wurde dann ein Verfahren gegen den eingeleitet und sowas. Wie die das machen können. Also wie die sowas, ja, veröffentlichen können und sowas. Und so ist es halt seit 2004 oder seit wann der Hurensohn an der Macht ist, sorry für die Wortwahl, ist es einfach so, dass alles, dass jeder, der gegen ihn ist, einfach aus den Medien genommen wird. Und deswegen bleiben dann halt auch so welche Leute übrig, wie bei diesem Putschversuch damals, vor 2 Wochen oder 3 Wochen. So, das, man hat so gemerkt, die Frau ist einfach komplett behindert. Die war einfach, du dachtest, du hast so Fremdschämen. Das war so Fremdschämen über 9000. Und du dachtest dir so, Alter, was bist du denn für eine Missgeburt? Warum bist du so behindert? Warum bist du so blind? Aber ich habe das ja auch mal in dem Dreamfall Chapters Let's Play ganz easy erklärt. Es ist halt einfach so, dass das Volk blind ist und dumm. Also dumm. Ich meine, guck mal, in der Türkei ist es halt so, dass Fernsehen sehr, 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 sehr hart ausgeprägt ist. Also ausgeprägt heißt, da schauen mehr Leute fern als hier. Da schauen mehr Leute fern als ich weiß nicht wo. Also sehr, sehr viel fern wird da geschaut, okay? Dazu gehört 1 Stunde am Tag Nachrichten, aber nur Abendnachrichten. Die Mittagsnachrichten oder es gibt sogar Kanäle, die haben den ganzen Tag nur Nachrichten und davon gibt es sehr, sehr viele. Also nicht nur N24 und NTV, sondern es sind so, ja, sagen wir, 30 Stück. Okay? Huch. Also so hart ausgeprägt ist es. Und früher war das halt so, dass jede von diesen Nachrichtensendungen, Nachrichtenkanälen, ihre eigene Richtung so hatte. Und die haben dann alle so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja doch, schon so parteiisch berichtet. Jeder hat für seine Partei halt ein bisschen berichtet. Und das Volk war halt so, ja, ganz gut aufgesplittet, okay, also so vom Gedankengang her. Also es gab die einen, die dafür gestimmt haben, die anderen, die dafür gestimmt haben. Und dann kam halt diese Revolution von diesem Hurensohn. Und der hat das dann einfach nach und nach einfach zerfetzt. Ja, jetzt gibt es nur noch Leute, die für eine Partei Propaganda machen. Und es ist halt wirklich Propaganda. Es ist so wie damals 1933, wo dann Hitler an die Macht gekommen ist. Es ist wirklich genauso. Das Volk war in einer Not, Türkei war... Ja, die waren am Stagnieren, okay, die hatten kein Wachstum und harte Schulden halt, aber die Schulden hat ja so gesehen jedes Land. Und, sorry, ich weiß gar nicht, warum ich mich entschuldige. Und damals zur nationalsozialistischen Zeit war das ja auch so, also Deutschland hatte ja diese Kriegsschulden, das waren... Was weiß ich, wie hoch diese Schulden waren. Also die Schulden hätten noch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Generationen hätten es noch abzahlen müssen. Und dann kam halt der kleine Adi und der ist dann eskaliert, hat dann dem Volk das gegeben, was sie brauchen und dem Volk das gesagt, was sie hören wollen. Und das Volk hat es dem geglaubt und im Endeffekt hat der sehr, sehr klug seine Absichten umgesetzt. Ja. Der hatte die beschissensten Absichten aller Zeiten.
Das sieht man im Nachhinein. Aber wenn du das Volk hinter dir hast, kannst du alles machen. Und das macht zum Beispiel der Hurensohn jetzt. Der hat den Putsch in Anführungsstrichen niedergeschlagen. Und jetzt schlägt er die Demokratie nieder. Also jetzt, Demokratie heißt, der schlägt nicht noch nicht die Demokratie nieder, sondern erstmal alle seine restlichen Gegner, die noch übrig sind. Und das sind dann halt die Militärleute, die in der Türkei ja eh eine übelst harte Macht hatten. Und es liegt halt daran, dass das Militär hat halt vom Gesetz her die Macht, die Regierung zu enthebeln, wenn die Demokratie und den Laizismus gefährden. Und das haben die halt versucht, mit diesem Putschversuch, wobei der ziemlich low war. Also ich weiß nicht warum. Ich gehe jetzt einfach sehr, 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 sehr stark davon aus, dass das alles gespielt war und mehr nicht. Also alles geplant von dem kleinen Hurensohn. Komm. Ja. Und, wo war ich? Achso, genau. Und jetzt enthebelt der das. Der so, ja, das Militär hat es versucht und jetzt, wir dürfen ihnen nicht mehr die Chance geben. Und es folgt natürlich so, ja, wir schützen die Demokratie. Hurra. Also im Endeffekt ist es nichts Gutes, dass wenn das Militär an die Macht kommt. Das ist auf jeden Fall nichts Gutes, weil immer wenn das passiert ist, ist das Land halt ja statistisch gesehen 10 Jahre lang oder bis zu 20 Jahre lang an der Stelle stehen geblieben. Heißt, die hatten, also so börsentechnisch, investitionstechnisch, hat da niemand hat in dieses Land investiert und alle sind ins Ausland und die haben sehr, sehr viel Geld und Wachstum und Macht verloren in der Welt. Und jetzt ist es halt so, dass der das halt als Vorwand nimmt, das Militär komplett zu enthebeln und ja, die Idee des Gründers, den Laizismus im Endeffekt nach und nach abzuschaffen. Laizismus ist halt Trennung von Islam und Staat. Und es ist der einzige Staat der Welt, der den Islam als Staatsreligion hat und den aber getrennt hat vom Staat. Alle anderen Länder haben das nicht mehr. Es gab einige, die das hatten und bei denen ist halt das passiert, wie was halt jetzt bei uns passiert. Ja, und es gibt sehr viele Leute, die halt sagen, ja, jetzt kommt jetzt zum Bürgerkrieg und keine Ahnung was. Aber irgendwie glaube ich das nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube das nicht, weil man sieht halt nichts von der Gegenbewegung. Entweder ist jetzt die Gegenbewegung so richtig hart am Eskalieren im Untergrund und die sind übel gut vorbereitet. Oder aber die wurden jetzt komplett zerfetzt, weil halt alle ihre wichtigen Personen aus dem Spiel genommen sind, so gesehen. Und die müssen dann jetzt, haben jetzt verkackt. Und das Volk ist eh dumm. Und das heißt dann, ja, ciao. Ne? Das heißt dann ciao. Wenn es nicht zum Bürgerkrieg kommt. Also ich will nicht, dass es zum Bürgerkrieg kommt, aber ich will, dass dieser Typ einfach weg ist. Hä, da ist wieder so ein fetter Baum. Kann man den kaputt machen? Nee, gell? Nee. Ja, egal. Ja. Jetzt war es wieder so eine Politikrunde. Achso, und was dieser Typ gesagt hat, das, also dieser eine Ex-Präsident, der in dieser Sendung war und alles offengelegt hat, das hat halt ziemlich viel mit den USA und den Absichten und Deutschland und Großbritannien und Frankreich und sowas zu tun.
ob das so stimmt, also ob wirklich die dahinter stehen. Wobei der gesagt hat, dass sie dem selber das Angebot gemacht hatten, als der an der Macht war. Weiß ich nicht, aber es würde halt auch Sinn machen, weil im Endeffekt Rüstungsindustrie, die Länder, das sind halt wirklich die Länder, die bei denen die Rüstungsindustrie so richtig, richtig hart blüht. Und wer will denn nicht so ein Land haben, was einen vor dem Krieg schützt, in den man selber investiert. Und die haben halt diese Dinger gebraucht. Also man investiert im Endeffekt, man investiert nicht, sondern man verkauft. Heißt, der Krieg kann gar nicht in den ihr eigenes Land kommen, in den ihre eigene Sicherheit gefährden, weil halt dieses eine Land dazwischen ist. Und es ist halt wirklich so. Wenn der Typ jetzt nicht da wäre, dann wäre alles kaputt. Hä? Ach so. Ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr darüber zu reden. Immer wenn ich über so eine Scheiße rede, fühle ich mich voll beschissen. Und man kann da nichts dagegen machen. Man muss es halt akzeptieren und abwarten. Oder man riskiert halt sein eigenes Leben, aber dafür bin ich nicht. Das will ich nicht. Warum soll ich? Also, man riskiert sein eigenes Leben, indem man was tut, meine ich. Da halte ich mich lieber raus. Und das meine ich ernst. Also, ich kenne viele, die. Hä? Die sagen würden, yo. Hä? Ah, jetzt. Man muss für sein Land kämpfen und so ein Schwachsinn. Aber daran glaube ich nicht. Ich finde einfach Länder oder allgemein für so eine Sache zu kämpfen ist Verschwendung. Verschwendung von Leben. Weil das sind einfach nur, weiß ich nicht, das ist einfach nur Schwachsinn. Warum soll ich mein Leben, was ich eh nur einmal habe, also ich lebe ja nur einmal, warum soll ich das für so eine Kacke verschwenden? Weißt du, was ich meine? Das ist ja im Endeffekt einfach nur Selbstmord. Für dich und für die, die für deine Hinterbliebenen. Und für dich eher wenig. Weil du bist dann einfach weg und bist dumm. Und es war's. Aber deine Familie, die bleibt dann halt zurück und denkt sich so, hey, warum hat er das jetzt gemacht? Weißt du? Warum ist er nicht mit uns abgehauen? Naja. Egal. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Wie gesagt, in der nächsten Folge dann ein besseres Thema. Keine Ahnung. Sowas wie Pferde. Pferde, ja. Pferde sind geil. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Abend, Mittag, ist mir egal. Nacht. Und macht's gut, ne? Tschüss.